Bei den Hämmern. Ich spüre das Böse pulsieren. Bei Kraptos Hammer, du wirst gerecht werden. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu, ja, Let's Play Dungeon Crawler, wie heißt das Spiel wieder? Achso, ja, richtig, Champions of Noras, natürlich, klar, dass ich mir diesen Namen nicht merken kann, nicht, ja. Part 7. Part 7 sind wir sogar schon. So, gerade mal gucken, da oben haben wir noch was. Ah, den haben wir schon einmal gelöst. Ist schon ein bisschen her, dass ich das privat gespielt habe. Also, was ich privat gespielt habe, dass ich es natürlich mit euch zusammen gespielt habe. Warum hat der jetzt gerade wieder zurück? Ich habe keine Ahnung. Wir sind Level 5, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir sind hier im Dungeon. Wir haben, denke ich, mal noch ein bisschen was zu tun. Wir haben ja eine Hammer, das ist der Hammer Time. Stimmt, wir wollten da gucken, wo wir noch überall durch können. Ja, dieses, dieses auf drauf, oben drauf gegucke, macht mich irgendwann noch wahnsinnig. Also hier könnte man theoretisch. Also theoretisch, habe ich gesagt. Theoretisch. Also nicht praktisch, aber theoretisch. Wie sieht's denn damit aus? Also, da sind wir durch. Das ist ja sehr gut. Ich hab mir merkt, ich habe das schon sehr lange nicht mehr gespielt. Um ganz genau zu sein, letztes Jahr. Ja, wir haben 2022 jetzt, wo wir das hier aufnehmen. Und ich freue mich, denn, ja, macht es Spaß. So, ich muss halt nur gucken, wieder, wo ich langs kann. Immer an der Wand lang. Und ich muss ja aufpassen, nicht, dass mir irgendwelche Gegner gleich das Knips auslichten. Licht ausknipsen. Ich habe das schon verflucht lange nicht mehr gespielt, stelle ich gerade fest. Meine Fresse. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich langs musste oder ob ich raus musste. Ich weiß es nicht mehr. Schlag mich bitte dort. Ich weiß es nicht mehr. Was? Aufheben? Da ist aufheben. Ja, warum habe ich das nicht aufgehoben? Sekunde. Select-Taste. Genau, ich, was habe ich denn alles? 9 bis 16. Der hat 12 bis 23. Ich werde das Ding nicht austauschen. Vergiss es. 12 bis 23 auch nicht. Hat der irgendwas Besonderes? Der wiegt 4,5. Der wiegt 1,5. Wieso ist das Ding schwerer? Wieso ist das Ding schwerer? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also Pfeil und Bogen, klarer Pfeil. Nee, ist ja schon nice. Aber das hier... Moment mal. Das ist natürlich voll ausgelegt. Also wir sehen ja da, womit wir das alles bestücken können. Gucken wir noch ganz kurz. Haben wir irgendwas Neues an Rüstungen? Was habe ich denn an aktueller Rüstung? Die ist 24. Die ist 14. Meine Schuhe... sind 13. What's this? Starker Bronzeschild ist aktiviert. Sehr gut. 10, 13. Die Schuhe sind 9. Haben wir. Die Handschuhe sind 8. Die hier sind 24. Und die hier sind 10. Ich glaube, wir müssen langsam nochmal aus der Höhle raus, um ein bisschen was zu verkaufen. Ich glaube, das war auch unsere Intention gewesen. Jetzt weiß natürlich der Patrick mit seiner intelligenten Art und Weise nicht mehr, wie er herauskommt. Das ist natürlich ganz nice. Und da freut sich natürlich jeder. Da. Auch übrigens hier, wir haben den Ausgang gefunden, das ist auch ganz klar. ja, ich muss jetzt wieder zu Neymar. Nenn mal eine Stadt. Nenn mal. War ein Brüller. Muss ich ganz kurz gucken. Hatten wir nicht irgendwo hier ein Townportal? War das nicht hier? Nein. Wo war das Townportal wieder? Ja, ich habe noch eine Schriftrolle, aber ich möchte die Schriftrollen ehrlich gesagt noch nicht nutzen. Also irgendwo war auch ein Townportal. Das weiß ich ja noch.
Aber fragt mich bitte nicht mehr wo. Ich hab's total vergessen. Ich glaube, ich bin auch dran vorbeigelaufen. Boah. Leute, ich habe eine Orientierung wie eine Bockwurst, nicht? Okay. Im Dungeon gab es, glaube ich, auch ein Townportal, oder? Ist auch egal. Jedenfalls, ich habe gerade verpasst, wo ich bin. Natürlich. Lieber Retter und Gerettete. War nicht irgendwie so, dass wir da irgendwie noch den Feind fixieren konnten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Öffne Truhe. Was ist das? Und 27 Gold nehmen. Klarer Fall. So, ich hoffe, dass ihr noch, dass das laut genug ist bei euch. Ich habe nochmal meine Settings geändert. Die ganze Zeit habe ich es immer so gemacht, dass ich die beiden separat aufgenommen habe. Da ich aber heute einen Livestream mache und bevor ich es wieder vergesse und die mich wieder im Chat nicht hören können, beziehungsweise den Ingame-Sound nicht hören können, weil ich wieder die beiden separiert habe, ich speichere mal gerade ab. Ich würde sagen, wir sind ja unter Feendunkel. Den überschreiben wir. Ja. Ja, überschreiben erfolgreich. Dankeschön. Aber trotzdem. Ach, weißt du was? Wir machen es einfach. Ah, wir haben ja Portal. Wir haben ja 5. Dann geht's ja. Ja, dann nutzen wir die Portale. Und ich dachte, wir hätten nur weniger. Ich dachte, wir hätten 2 oder so. Deshalb wollte ich sie nicht benutzen. Aber wenn wir 5 haben, dann scheiß der Hund drauf. Wir verkaufen jetzt, was wir können, hier beim Nenma. Oh, da seid ihr mal wieder. Ich möchte den Laden betreten. Ich möchte natürlich erstmal was hier verkaufen, mein Freund. Pass mal auf. Ich habe hier Folgendes. Eine wunderschöne Streitaxt. Das verkaufen wir. Wir haben hier ein wunderschönes Schwert. Das verkaufen wir. Wir haben hier mehrere... Gusseisener Griff. Krieg. Okay. Warum ich es. Klar, kein scharfes S. Gusseisener. Patrick. Chris. Kries. Verstärkte Keule. Dann haben wir hier die Spitzhacke. Angriffsbonus 11. Angriffsbonus 19. Vergiss es. Das hat sich schon erledigt. In dem Moment, als ich es gelesen habe, hat es sich erledigt. So, wir geben die Klamotten hier mal her. Wir geben das her. So, der Schild hat 11 und der Schild hat 13. Also wird der Schild verkauft. Ich habe gesagt, der Schild wird verkauft. Danke fürs Gespräch. Die Schuhe haben 9. Die haben 13. Also werden die verkauft. Die Hose 14, 10, 9 weg. 10 Handschuhe, 24 Handschuhe weg. Habe ich irgendwas, was weg kann? Wir haben hier, und zwar zerquetschtes Feuerkäferaugen, Waffen, Feuerschaden, Rüstung, feuerresistent. Also das können wir mit unseren Rüstungen also kombinieren, sehr gut. Natürlich möchten wir die Portalrolle natürlich nicht, nicht. Und jetzt gehen wir zurück. Wir haben ein bisschen was an Geld. Wir kaufen uns mal was Schönes. Da haben wir einen Schlachterbeil. Angelaufenes Hackbeil. Hackbeil. Aber schöner Schaden. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn wir doch jetzt wirklich solchen richtig geilen Schaden machen, nicht? Wir haben da so eine Waffe, die macht richtig nice Schaden. Warum um alles in der Welt sollen wir uns das Hackebeil hier noch kaufen? Ich frage für einen Freund. So. Gastrank, Feuerdrank, Explosionstank. Warte mal. Der Reiterspeer. Puh.
Der macht doch mehr Schaden, oder? Habe ich den jetzt gekauft? Ja, den habe ich gekauft. Das ist schön, dass man dann auch bestätigt bekommt, dass man das gekauft hat. Finde ich super. Den habe ich jetzt... Nein, ich habe nur einmal. Ne, ich habe zweimal, nicht? Das sind Wurfspeere. Da wird ein Schuh draus. Ah, alles klar. Dann sind Wurfspeere. Wenn die Laden betreten. Ich hätte nämlich immer gern so ein kaufen. Ich hätte nämlich gern nochmal so ein Town Portal. Was haben wir denn an Rüstungen? Warte mal, zuerst nochmal ein Town Portal kaufen. 150 kaufen wir uns. Ja, warte, kaufen wird so gemacht. Wir kaufen uns noch einfache Heiltränke, kaufen wir uns auch eine ganze Menge. Die brauchen wir immer. Vor allen Dingen, wenn wir in Dungeons gehen. Amulett der Linderung. Plus 10% Gesundheitsregeneration, benötigt Stufe 3. Wir haben 5. Theoretisch können wir es machen. Wir müssen aber auch ein bisschen auf unseren, da oben, auf unsere Dings achten. Da müssen wir mal nach Stärke wieder. Wenn wir nochmal einen Levelaufstieg haben, müssen wir wieder nach Stärke gehen. Würde ich glatt behaupten. So, wir gucken mal ganz kurz. Einen Levelaufstieg habe ich ja noch keinen gehabt, nicht? Dadams. Nein, sonst könnte ich ja verfügbare... Nee. Gut. Dann würde ich sagen, ich glaube, das war hier unten. Aufzug nach unten nehmen. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob es draus regnet. Ach nee, das ist... Die PlayStation steht rechts an der Seite von mir und ich dachte aber gerade, es regnet. Ah, toll. So, wie sieht's denn aus? Ah, seht ihr gut, dass wir wieder hier langs gelaufen sind. Ah, das sind Wurfspeere. Das ist ganz nicer Scheiß. Das bedeutet also, wir werden hier... Naja... sehr weit kommen. Ja, hier ist das Thornportal. Das ist schön. Da wollte ich aber nicht hin. Ist da nicht irgendetwas? Gegner. Hätte ja sein können. Oder liegen auch Gegners? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier schon auf Unterfeendunkel alles erledigt habe. Wir haben ja eben noch mal einen kleinen Punkt gefunden, wo wir jemandem helfen konnten. Ich bin zu dick, um durch diese Tannen zu laufen. Wie nice, bitteschön, ist das denn? Will das Spiel mir damit sagen, dass ich fett bin oder was? So, da ist eine... Ja gut, da waren wir aber schon gewesen. Hier haben wir alles erledigt. Also, dachte ich eigentlich, also denke ich mal zumindestens. Da müssen wir gucken, wo waren das andere? Das war, glaube ich, da drüben. Ne, da geht's hoch. Moment, ich muss noch mal weiterlaufen. Es ist halt, wenn man ewig nicht mehr gespielt hat. Hier geht es auch runter. Aber war ich da gewesen? Höhle betreten. Das muss ich gucken, ob ich da war. Ja, hier war ich gewesen. Ah, da war ich in einer anderen Höhle wie nicht gewesen. Oder ist das der zweite Ausgang? Moment, ich muss die Waffen wechseln. Moment, Sekunde, ich muss die Waffen wechseln, denn ich weiß, dass es hier... Dass ich jetzt nicht einfach hingehen konnte. Nee, sie ist doch... Okay.
so irgendwie da hinkommen oder war ich da schon irgendwie gewesen? Sieht hier nämlich so aus, als ob ich noch nicht da gewesen wäre, theoretisch. Ja, der Soundtrack ruckelt schon wieder ein bisschen. Das ist aber auch okay. Wie gesagt, das ist, spielt ja von CD. Ne, da wird dann nischt. Wieder eine Speicherstation und da haben wir ja gespeichert. Das finde ich schon nice. Kam ich wieder darüber? Ich kam darüber? Wie? Hier. Moment. Ah! Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, wo ist er? Komm her. So, über das Gold drüber laufen. Ich wollte aber nicht gerade sagen, also. Ah, nein, falsche Taste. Ey, sag mal. Ah, ein Sturmtruppler, der einst mal gestorben ist. Hey, da ist eine Truhe. Da ist Gold, das nehme ich mir. Das Gold, das ist mir hold. Komm her. Trau dich, komm zu mir. Wo ist er? Hier, Truhe öffnen. Sehr gut. Das Gold, das Gold. Ja, ich bin goldgeil. So, wunderschön, aber da habe ich hier auch noch das abgefrühstückt. Sehr gut. Wir schraden, hier geht's weiter. Nein? Hier gibt es irgendwo, geht's hier weiter, Alter. Kannst du mir nicht erzählen, dass das alles war. Aber schön. Schön, dass die Seite mal angezeigt wurde, aber ich wusste nicht, wie ich hinkomme. Oh Mann. Gut, also den Teil des Dungeons haben wir erledigt. Den Teil des Dungeons haben wir auch erledigt. Da hinten scheint noch irgendwo ein Teil des Dungeons zu sein, das ich nicht kenne, oder? Doch, alles bekannt. Wie gesagt, wir gucken jetzt mal, was wir hier noch alles finden, wo wir noch überall durchbrechen können. Ja. Okay, da hinten geht es auch nicht weiter. Das hatten wir auch erledigt. Ich glaube, jetzt haben wir die Karte ein für alle mal abgefrühstückt hier. Also hier geht es, glaube ich, nirgends weiter. Dann können wir uns, glaube ich, auf den Kopf stellen und beim Hintern wackeln. Also da wird nichts mehr passieren. Ich habe immer das Gefühl, hier liegt noch irgendwas, nicht? So, gucken wir mal. Okay, wenn das der Dungeon ist, dann waren wir ja schon drin jetzt. Entweder gibt es hier noch einen zweiten Ausgang und wir kommen da hinten raus, wo wir eben waren, wo ich gesagt habe, ich glaube, da waren wir gewesen. Oder das ist ein anderer Dungeon. Und da müssen wir auch noch rein. Ja, ab und zu, wie gesagt, hat die CD einen Hänger. Da kann ich leider nichts. Was ist das R wieder? Ja, für Ruf oder was? Ah, ich habe so einen Spaß mit dem Spiel. Nee, das R steht für Speichern. Wo waren wir da? Ruf? Da war doch irgendwo, war doch Ruf. Hey, ich war da noch nicht gewesen. Hallo, Onkel. Hallo, ich kenne dich nicht. Wie, jetzt war das alles? Hm. Bin ein bisschen enttäuscht, Alter. Ah, das ist eine Truhe.
30 Gold. Ja. Give it to me. Ha. Open the chest. Yes. Open the chest and give me the gold. I need it. I want it. I love it. Ah. Gold. Das Gold, das ist mir Hold. Nicht Alexander Hold, der andere Hold. So, jetzt sind wir hier wieder durch. Wie kam ich denn wieder da raus? Da kommen wir rein, da kommen wir rüber. Gut, dass ich jetzt total die Orientierung verloren habe. Bin total begeistert. Nee, warte, da sind wir eben rein. Sekunde, also das ist sehr gut. Also, das ist. Ich verlaufe mich sogar im Kaufhaus. Das ist machbar. Ich bin irgendwie wie Marcus von Indiana Jones. Der hat sich ja mal in seiner eigenen Bibliothek verlaufen. Das schafft nur einer. Das schafft Marcus. Und genauso verlaufe ich mich in meinem eigenen Dungeon, obwohl ich eine Karte habe. Das heißt also, dieser Dungeon ist ein eigener Dungeon. Das heißt, das Ding, wo wir eben waren, also da oben das Tüdelü, das war ein anderer Dungeon. Und da würde ich jetzt glatt behaupten, da wir wieder Zeit haben, speichere ich wieder mein Spiel ab. Auf unter Feendunkel. Natürlich fortsetzen, weil wir überschreiben, ja. Und damit würde ich glatt behaupten, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn das heißt Champions of Loras. Ja, Part 8. Und wie der heißt, kann ich nicht sagen, weil ich noch nichts Geiles gefunden habe. Aber der hier wird heißen, das Gold, das ist mir Hold. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal, euer Palipatul. Bye, bye.